Diktate aus dem deutschen Schrifttum. Gotthold Klee, Das Germanische Haus. Das Germanische Haus wurde nicht gemauert, sondern gezimmert. Den Gebrauch von Bruchsteinen, Ziegeln und Mörtel kannte man nicht. Es war also ein Blockhaus, und zwar aus unbehauenen, aufrecht stehenden, nur zum Teil eingerammten Balken, die auswendig mit Lehm verschmiert und mit glänzender, farbiger Erde bemalt, inwendig gewöhnlich mit Brettern verschlagen waren. Die vier Umfassungswände überschritten die Manneshöhe nicht und erhoben sich ohne gegrabenen Grund über dem Erdboden, so dass das alte Gesetz der Sachsen die Möglichkeit ins Auge fasst, dass ein Dieb sich nachts unter der Wand durch die Erde ins Innere wühle. Über den Umfassungswänden, die ein längliches Viereck umschlossen, lag das nach allen Seiten gleich tief hinabgehende, zeltförmige Dach aus Stroh, Schilf oder ähnlichen Stoffen. Es war wohl nicht bloß durch ein religiöses Gefühl, sondern auch durch Rücksicht auf Festigkeit des Baues begründet, wenn man zuweilen das Haus um einen mächtigen Baum herumbaute, so dass er mit Stamm und Wurzeln im inneren Raume stand und mit seiner Krone das Dach überschattete.